Wusstest du eigentlich, egal wie viele Sorten Eis es in deiner Lieblingseisdiele gibt, mindestens eine davon wird unter Garantie aus Orchideen hergestellt. Glaubst du nicht? Nun, das Vanilleeis. Die Gewürzvanille ist eine im tropischen Amerika beheimatete Orchideenart mit langen elliptischen Blättern und gelblich-weißen duftenden Blüten, die zu Beginn der Reife geernteten ungefähr 30 cm langen Früchte der Sorten Bourbon und Mexiko-Vanille werden durch Trocknen und Fermentieren zu Vanillestangen geschrumpft. Die vor allem auf Tahiti angepflanzte Pompon-Vanille liefert die sogenannten Vanillons, die in der Parfümherstellung eine wichtige Rolle spielen. Hättest du das gewusst? Warum sind eigentlich auf antiken griechischen Vasen die olympischen Läufer immer nackt dargestellt? Nun, bei den 15. Olympischen Spielen im Jahr 720 vor Christi verlor der Läufer Orsippos von Megaron während eines Wettlaufs seinen Lendenschurz und gewann. Da man damals allgemein der Meinung war, er hat nur deshalb gewonnen, weil er seine Kleidung verloren hat, sind infolgedessen alle nur noch nackt zu den Laufwettbewerben angetreten. Hättest du das gewusst? Wusstest du eigentlich, was erfunden wurde, als man sich einen Staubsaugermotor, eine alte Konservendose und eine Küchenwaage genommen hat? Oh, ja, das war das Luftkissenfahrzeug. Der englische Ingenieur Christopher Cockwell, 1910 geboren, steckte bei seinen ersten Versuchen eine Dose in die andere und blies Luft in den Zwischenraum. Die dabei auftretenden Kräfte maß er mit einer Küchenwaage. 1958 baute er dann das erste Luftkissenfahrzeug, das Hovercraft SNR-1. In einem solchen Fahrzeug wird ein Luftstau erzeugt, in dem der Luftdruck ca. dreimal so hoch ist wie im Freien. Auf diesem Kissen schwebt es dann. Die Hovercrafts auf dem Ärmelkanal pendeln mit Geschwindigkeiten bis zu 130 Stundenkilometern zwischen England und Frankreich. Hättest du das gewusst?